Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch The Door You Can Never Open. Also, lasst uns mal versuchen, die Tür aufzumachen. New Game. Oh, geiler Filter, geiler Filter. Hallo? Na, ist hier noch Platz? Komm ich immer drin. Ich kann ihn so anditschen. Oh, okay. Choose an answer. Everything is okay, Father. Ach, das ist unser Vater. Das ist Fatih. Fatih macht eine Moorpackung oder was? Okay, gut. Ja, ist alles okay? Dad? Okay. Ah, gestern hatte ich einen eigenartigen Traum. Etwas schaute hoch und home und ich kann ja nicht so schnell lesen. Ja, ich akzeptierte. Irgendwas auch immer. Alter, ey, was ist denn? Papa, bleib mal kurz hier, entspann dich in der Manne. Und ich geh mal, wer stresst denn hier? Was ist denn mit dem Flur? Ihr könnt mich schon wieder aufregen. Was ist denn 3210 oder was? Geil! Reset the Lightbox. On the ground floor. Schön. Spiel erstmal Snake. So, welcher Hirni hämmert hier wie so ein Bekloppter in die Tür? Alter, der Filter ist aber auch fies, ey. Ne. Ach, schön. I painted this year ago. Ach, guck mal, wir sind Maler. Okay, alles klar. Wir sollen zur Sicherungsbox in den Keller. Fatty, mach dein Ding, ja? Machst du so ein bisschen Schaum haben? Nee? Okay, gut, bin gleich wieder da. Moment. Das ist ja sehr explizit. So. Oh, Hund. Ich frage mich schon ja irgendwie, warum kann man hier nicht mal so einen Klecken Farbe drauf machen? Ich verstehe sowas nicht. Was ist los mit den Leuten? Ist nur noch depressiv? Ein Tisch bringt's nicht? Oder was? Was ist denn los? Warum lebt man denn so? So, und wer ist hier vorne? Who's there? Oh, hier kann ich rennen. Eine ziemlich große Hütte. Hallo? Lichtschalter kann ich alle nicht irgendwie aktivieren? Nicht so geil, habe ich ja Aufnahme halt gestartet. Okay. Hallo? Gut, dann wieder zu. Ah, hier ist mein ATE. Oh, und hier ist... ja. The electrical box has some problems. You need three different loads back operating. Ein Kaffee. Milch. Okay, also wir müssen jetzt Schritt für Schritt durchschalten, oder was? Also quasi... Machen wir jetzt hier eine 3. Dann nehmen wir die 38, das wäre dann die 2. Und die 21... Das wäre die 3. Ah, okay, alles klar. Gut. Denn 21 ist die 3. Die 38 ist die 2. Und die 1 ist die 57. Cool. 1, 3, 2. Das war ein halbes Telespiel gemacht hier. Schön, Licht ist wieder an, läuft. Wo? Wie? Was ist denn für ein süßer Hammer? Schön. Hallo? Was ist denn das? Ist denn das ein Brunnen? Mann, was ist denn eine komische Lücke? Also wirklich, komische Buden hier. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch irgendwie... Ja, Kühlschrank sieht auch scheiße aus. Da ist auch nichts drin.
Ja, gehen wir mal hier hoch zu Opa. Oder zum Vater. Was? Ah, hier sind die Macaroni ausgekippt worden. Achso, hier wollten wir noch mal kurz reinschauen. Das hier. Schön. Ja, das der gute 486er steht hier. Das, der Norton-Commander ist frisch installiert. Viel Spaß. Prince of Persia ist spielbar. So, ja, mit Licht sieht es ein bisschen freundlicher aus, muss ich gestehen. Aber so richtig geil sind immer noch nicht. Also, ich weiß nicht. Bude sieht aus der frühe Schule des Brutalismus. Und wo ist überhaupt unser Hund? Unser Hund ist weg. Egal, wir gehen erstmal hoch zu Papa. Na, Fati? So, und? Willst du raus aus der Wanne? Bist du schon schrumpelig? Ich für diesen Spiel jetzt gehalten. Ah, the thing in my dream came back. Okay, das Ding aus meinem Traum ist heute zurückgekommen. Ja. When? Wann denn? It's just another dream. Okay, wie immer drauf ein. He wants to meet you. Ach, sei schön. Schön, du träumst davon und ich muss mich mit ihm treffen, oder was? Aha, hier haben wir noch ein paar schöne Spritzen. Nachher, Opa. Nachher. Ich kenne mal meinen Opa. Vater, meine ich. So, hier können wir überall nichts machen. Verstehe mal nicht, warum das Telefon kurz klingelt. Kann ich auf das Telefon zugreifen? Ja, kann ich. Okay. Theke Schauer. Ah, okay, alles klar. Hier können wir die Antworten, beziehungsweise die Quests. So, ich kann aber nicht schauern, weil wir haben hier nur ein Bath. Ach, wir haben noch einen anderen Baderaum. Mann, Alter, eine andere. So, reden ist heute auch nicht mehr so das Größte bei mir. Haben noch einen anderen Baderaum. Schön. Gut, gehen wir dahin. Wenn wir nicht ins Masterbad schwimmen dürfen. In die angestellten Dusche. Ja, so ein kaputter Schlauch. Irgendwo. Im Garten. Im Keller. Ach, hau da ab. Hier soll ich duschen? Wo ist denn hier eine Dusche? Aber ist schon ist cool gemacht. Wie? Duft ihr nach Steine? Oh, hey, hey! Ey, Alter! Auf, Stein zu werfen, Mann! Der macht das Fenster kaputt! Kumpel? Kannst du das lassen? Gut. Oh, 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 Warte mal, bis du dran bist. Was? Kommt jetzt näher? Scheiße, was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn mit Seife? Ah! Scheiße, oh, ich stehe genau davor. Ah! Okay. Nein, jetzt spielen wir Vater. I heard my daughter screaming. Oh Gott, okay. Er hat da aussah wie eine Rakete. Ah. Oh, mir ist schon ein bisschen schummrig. Oh, warte mal, halt doch. Halt doch genau das Richtige. Mir ist schon ein bisschen schummrig hier. Da muss ich mal gucken. Liebes? Oh. Aber jeder Schritt. Na, ist gut. Jeder Schritt frisst hier richtig Ausdauer. Ich schätze mal, wenn ich jetzt irgendwie den Ausdauerbalken bis nach rechts treibe, dann kippt er einfach um. Das ist auch nichts gebracht. Oh. Tochter? Tochter! Ich hab da ein Geräusch gehört. Und die edlen Tropfen knallen noch ganz schön rein. Habt ihr wohl Mangerie zu viel gegessen? Oh. Er ist mir schummrig. Warte. So, Mann. Oh.
Junge, Junge, Junge. So müsst ihr euch das mal vorstellen. So ist mein Aufstehen. Jeden Morgen ist mal auf. Kann nicht mehr. Drei Schritte in den Hof, ich muss erstmal ausruhen. Kann nicht mehr. Oh Gott, ich bin so fertig. Mann, ich hätte den Klebstoff jetzt da nicht schnüffeln sollen. Blut auf dem Boden ist nicht gut. Warum sieht Vater eigentlich aus wie ein Verbrennungsopfer? My decisions only brought pain to my daughter. I should never have made a deal with the devil. Dad. Ende der Alpha. Okay. Cool. Alles klar. Ja, die Tür hätten wir einfach nie öffnen sollen. Jetzt bist du sowieso. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns unten mal einen Kommentar da lasst. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Never open this door.